Hallo und herzlich willkommen zurück zu American Maggie's Alice. Ja, jetzt sind wir hier in der Bibliothek angekommen und uns mal ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Was? Hintergrundgeräusche sind auch best. Was ist das? Was? Ein Buch. Ein fliegendes Buch. Das von mir abhaut. Das von mir abhaut. Gut, dann ist das ein fliegendes Buch, das von mir abhaut. Kann ich mitleben. Aber nicht, weil ich hinterher soll. Die Zaubertreppe kennen wir ja schon. So viel zu Treppensteigen, auch nicht mehr nötig. Erleuchtung erlangt man Schritt für Schritt. Jeder Schritt ist schwer. Mach immer nur einen. Grins. Haust da erstmal das Regal um. Das finde ich gut. Okay, hier ist auch ein Leuchtebuch. Ich sehe ja schon Gegner hier. Er schreckt. Die sterben irgendwie so schnell dadurch. Aber ich sehe da noch Gegner. Oh, und hier kommt auch noch einer. Bam! Ein bisschen brutal, ne? Aber so funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ist hier noch einer? Nö. Also wir können jetzt da rauf oder einmal die andere Seite leer machen. Und ich bin auch dafür, dass wir einmal die andere Seite leer machen. Einfach ausweichen und draufhauen. So funktioniert das ganz gut, glaube ich. Man muss halt nur stehen bleiben, weil sonst trifft man die ganze Scheiße nicht. Ha! Kannst du sehen, ne? Kannst du sehen. Ich nehme mal den Dolch in die Hand. So, hier ist einer gestorben. Hier ist ein Buch. Und hier ist auch einer gestorben. Was ist das hier? Bewegt sich. Hey, ich will aber wieder runter. Danke, Fahrstuhl. Du kannst meine Gedanken lesen. Dame hier ist aber erschreckt da. Ach, ich muss jetzt da. Ach so, das ist eine. Ach, das wird so eine Treppe, damit ich da hinkomme. Oho, mir geht ein Licht auf. Wir müssen uns aber nochmal das andere holen. Oh, kriegt gleich Gänsehaut. Kalt. So, hier ist das nächste Buch. Was ist das denn? Ist das. Sieht aus wie ein Eulengesicht auf irgendeinem so Tisch oder so. Ich weiß nicht. Das sieht komisch aus. Also, ich kann jetzt rüber. Aber hab ich drüben noch was? Es hat ein bisschen Aua gemacht gerade, aber. Ja, die Warpal klingt jetzt nicht so gut, dass man Plus Ultra geht besser. Geht Leben schon. Jetzt gehen wir mal rüber und da hoch, würde ich sagen. Wie bin ich denn jetzt? Nein! Ja, intelligent. Nein! Oh. Mädchen, hör auf mit dem Dreck. Kommst du mal bitte wieder runter? Dankeschön. Ich denke ganz halt, hier steht so ein Gegner neben mir. Zum Glück ist das nicht so. Bitte nach oben, danke. Boah, ich schon wieder Leben verloren durch nichts. Durch gar nichts. Ist ja aber wieder typisch. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hin und her. Zeit vertrödeln ist nicht schwer. Wir holen gern auch die Bücher. Hä? So.
das denn jetzt? Ui, 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 ui. Nein, nein! Oh, was tust du, Alice? Du bist bescheuert. Du kannst doch nicht da runterspringen. Oh, ich speichere das jetzt mal. Weil ich habe echt Angst, die stürzt sich da noch in den Tod. Bin gar nichts. Ich habe ja jetzt schon scheiß wenig Leben. Das darf ich gleich mal erstmal unterkriegen durch meine Bücher. Ich nehme die mal am besten gleich. So. Ja. Ich hab gut. Nein, 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 hör! Oh, Alice! Ich lade das mal. Ich habe so jetzt so wenig Leben. Dann bitte Dankeschön. Ist jetzt nicht viel mehr, aber das bisschen, ne? Geschenkt. Ich komme echt mit der Steuerung gar nicht klar. Ist echt eklig. Wenn ich das jetzt schaffe, speichere ich noch mal kurz. Schön, dass man hier alles abspeichern kann. Besser für euch und besser für mich. Okay, es sieht wirklich so ein bisschen aus wie so eine fette Eule hier auf einer Schlachtbank oder so. Was ist das? Es gibt kein Schloss, aber es öffnet sich nicht. Es klemmt. Behandle es wie ein chinesisches Kästchen. Drück auf die richtige Stelle und es funktioniert. Och nö. Och nö. Ja, drück auf die richtige Stelle und sie schmeißt es runter. Ja. Das nennst du drücken. Gut, dass ich nichts von Gewalt gesagt habe. Es wäre zu Staub zerfallen. Ah, oh, schön. Super, Alice. Genau so hätte ich das auch aufgemacht. Ja, schnell wieder hoch hier. Kein Scheiß mit mir. So, einmal noch mal speichern, weil wir da Leben drunter gekommen sind und ich das nicht nochmal machen möchte. Jetzt habe ich es geladen. Ich Intelligenzbestie. Ah! Okay, wir üben das Speichern noch. Nein! Mädchen! Ich kotze ins Essen. Oh! Jetzt kann ich es eh laden. Jetzt ist sowieso alles zu spät. Folge verhunzt ohne Ende. So. Einmal rüber. Zweimal rüber. Springen, springen, springen. Kann man das überspringen? Ja, schön. Und diesmal speichere ich es. Ich verspreche es. Speichern. Sehr schön. Und jetzt sollen wir runter. Und ich glaube, das war jetzt ein Buch oder so. Ich glaube, das überleben wir. Ja, sehr schön. Nimmt auch nicht so viel Leben weg. Was ist denn das für ein Buch? Kurze Blüten, Brause zischen, alles musst du untermischen. Ist die Mischung gut und fein, wirst du schnellstens winzig sein. Eigentlich mag ich ja nichts Süßes. Hä? Was? Schulschluss. Okay. Kommen jetzt die Irren alle aus ihren Zimmern gekrochen oder muss ich jetzt Angst haben? Ach nö. Ich hasse die Dinger. Die hau ich sowas von sofort mit meinem Karten weg. Die will ich überhaupt gar nicht lange hier haben. Ja, mich sehen sofort alle. Das ist so toll. Geht die Tür auf? Ja. Guck ich später. Ich glaube, ich mache mal erstmal hier alles frei, oder? Wer greift mich hier schon wieder an? Haha. Umgenetzt habe ich ihn. Ist das schon wieder von der Musik hier? Halt mal lieber auf damit. Oh, hey! Patsch hat's gemacht.
Oh, der Hutmacher. Also, er sieht aus wie der Hutmacher. Ich möchte aber auch gern wieder raus. Hier sind noch mehr Türen. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Die zum Beispiel geht gar nicht auf. Ach, ich glaube, ach, da von der komme ich. Von der Tür komme ich. Gut, gut. Was sind das da für Herzen? Okay, jetzt mache ich jetzt mal hier den ganzen Raum leer. Ist ja ein bisschen nervig. Da oben wackelt eine Tür. Die Tür geht nicht auf. Hör mal auf hier. Werd nicht frech. Ich kann dich von da nicht treffen. Hey! Und ich bin weg. Toll abgeblockt. Was tust du da? Sollte ich fragen oder... Besser nicht. Besser gut für mich, wenn du so affig rumtanzt. So, ein neues Leben. Ja, du, mach mal. Komm mal raus. Gut, 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 gut. Genau, lauf wie dein Freund genau in die Richtung. Und ich schau dir dann schon die Rübe ein. Alles kein Problem. Lässt sich einrichten. Leben ist jetzt wieder voller. Mana ist nicht so, aber ist nicht so schlimm. Jetzt hör aber mal auf da oben. Wie komme ich denn da hoch? Nur mal so eben. Keine Ahnung. Ist auch, glaube ich, nicht viel egal. Hey! Hier sind auch nochmal 50 Türen. Das ist ja toll. Ich weiß, das Ding heißt Burg der Türen, ne? Aber so... Muss man das jetzt nun auch nicht sehen, oder? Na toll. Und Seitengänger hat das Ding. Toll. Gehen wir erstmal nach unten. Und ergeben uns unseren Schicksal. Brauchst gar nicht hier mich anzuschießen. Okay, ist hier irgendwas? Oh, da liegt was. Oh, was ist das? Und hier liegt auch noch was. Ein Riesenherz. Ich speichere nochmal. Entschuldigt, aber die Speicherdings, die sind hier echt mehr als gewöhnungsbedürftig. Okay, ein Würfel. Ah, der Teufelswürfel. Ein Wort der Warnung. Wirf ihn nicht, wenn du allein bist. Die Teufel sind nicht loyal. Und sie haben abartige Essgewohnheiten. Oh, cool, der Teufelswürfel. Gefällt mir. Ah, scheiße, ihr blöden, pissigen, habt mich runtergeschubst. Hallo und willkommen hier zurück, ihr Lieben. Ja, die kleine Pause musste sein und wir versuchen das noch einmal. Ja, ah, der Teufelswürfel. Ein Wort der Warnung. Wirf ihn nicht, wenn du allein bist. Die Teufel sind nicht loyal. Ich kann ihn nicht hören. Sie haben abartige Essgewohnheiten. Ich hab's jetzt verstanden. Hui. Okay, 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 okay. Ja, speichern. Ich speichere. Ich renne durch die Tür. Ich nehme mir andere Waffe. Ich versuche zu würfeln. Danke, Teufelchen. Klappt, klappt. Ich will mich nicht zu früh freuen. Das sind doch ein paar viele, die mir die hier auf den Hals gehetzt haben. Und gleich speichern. Ich mache nichts anderes außer speichern. Hier sind so ätzende Stellen, die möchte ich einfach nicht nochmal machen müssen. So. Tippe, 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 tippe. Hier ist keiner.
einfach mal gegenlaufen und gucken. Ich traue dem nicht hier. Ich wusste das. Ich rechne auch immer mit diesen Fliegenscheißtypen. Sie sind überall. Und niemand mag sie. Ich bin ein Ninja, okay? Und hänge an der Lampe fest. Gibt's anscheinend nicht so was für mich zu tun. Oh, da ist was. Hab ich den nicht schon? Hallo? Ein Rätsel. Wann gleicht ein Crockett-Schläger einem Billardschläger? Genau. Wann immer du willst. Wie bei Alice Madness Returns hat Grimms dieselbe Stimme. Das ist mir jetzt mal gerade spontan aufgefallen. Oh, und hier glaube ich. Muss ich gar nicht hin. Hä, warum haut sie nicht? Jetzt. Toll. Haha, Kopf ab. Mach's wie die Herzkönigin. Und nochmal rausrennen. Zwei auswählen. Oh, la, 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 la. Endlich. Weiche von mir, du Schakal, ey. Gut. Hier ist aber jetzt nichts Dolles. Okay. Ist das eine Tür? Ne, ein Schrank. Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Türen? Ah. Ich hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Eher nicht, aber... Mich freut's ihn ja, wenn ich ihm anlüge. So. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Ich würde sagen, die Verwirrung geht im nächsten Teil weiter. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.